Wir haben ja von Bushido hier schon in letzter Zeit ja doch das ein oder andere Gimmick auf Instagram präsentiert bekommen, sei es Alec Jack Placement mit Massagepistole, ja, sich da schön im Rücken selbst liebkosen oder dubiose Gewinnspiele, wo man Network Marketing Coaches und Crypto Advisors und Bitcoin Experten folgen muss, ja, um vielleicht ein iPhone oder eine Switch zu gewinnen. Fanboy. Und im Zuge dessen habe ich euch ja hier auch schon dargelegt, ja, dass die Geschäftsführerin von Alec Jack die gleiche Person ist, die auch unter anderem für die Erfolgsproduktpalette von Smile Secret zuständig ist. Ja. Da wurde mir auch mal was zugeschickt. Habe ich hier immer noch rumliegen. Ich weiß gar nicht, wo gerade. Aber ich hab euch das ja schon mal gezeigt, ja, dass ihr so ein Paket rumliegen habt. Das ist natürlich, also ich habe das noch nicht ausgepackt oder sowas. Auch kein Interesse daran, nachdem ich dann halt auch ein bisschen recherchiert habe oder, sagen wir mal, von euch auch Feedback bekommen habe, dass Smile Secret nicht nur Ramsch ist, ja, sondern auch sogar nachweislich schädlich für die Zähne ist. Also es gibt etliche Videos auf YouTube, sowohl von jetzt einfachen Meinungsbloggern als auch Leuten, die Zahnärzte befragt haben oder selber im Zahnarztbereich tätig sind, die hat gesagt haben, dass das die letzte Verarsche ist und sogar deinen Zähnen schaden kann. Das ist jetzt eigentlich allgemein bekannt, ja. Und deswegen würde mir das natürlich auch nicht in den Sinn kommen, hier ein Smile Secret Placement anzunehmen, egal für was für einen Preis. Ja. Eure Gesundheit hat kein Preisschild. Ja, wie der Zufall so will, ja, gab es gestern von Bushido hier wieder eine ganze Instagram-Serie. Ist es endlich das Update zu CCN5, was jetzt mit Zart kommen soll? Sobald natürlich CCN2 physisch endlich Gold gegangen ist, was natürlich auch nur noch wenige Einheiten sind. Ja, deswegen kauft euch unbedingt dieses Album im Bushido-Shop. Auf Amazon. Ist es die Ankündigung, dass das Nie ein Rapper 3 Video endlich kommt? Nein, ist es auch nicht, meine Freunde. Es ist eine Werbung. Ja? Es ist ein Placement. Meine Ehrenmods, Konsti und Emok92 haben das Ganze natürlich für uns hier festgehalten, denn ich glaube, die Story ist auch nicht mehr verfügbar. Dann. Ja, ne, also jetzt wird hier versucht, einen Aufhänger zu zu konstruieren. Ja, wir haben den 10. Hochzeitstag. Meine Frau, ja, ist in Shape und worked out und alles drum und dran. Muss man auch wirklich sagen, ja, Respekt an Anna-Maria. Die ist da, glaube ich, wirklich auch eisern mit dabei. Als mehrfache Mutter so eine Figur zu haben, ist nicht leicht. Ja, klar, da wird wahrscheinlich auch nachgeholfen werden außerhalb des Gyms. Ja, aber trotzdem gehört da auf jeden Fall ein strikter Ernährungsplan und viel, viel Sport dazu. Deswegen auf jeden Fall Respekt an der Stelle. Aber das hat natürlich gar nichts mit dem Hochzeitstag zu tun hier, ja. Wir haben den 10. Hochzeitstag. Meine Frau hat so weiße Zähne. Meine Zähne sehen aus wie Sterne. So gelb und so weit auseinander. Ja, das will ich natürlich fixen. Deswegen habe ich mir jetzt hier Folgendes gegönnt. Ja, das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Ja, das ist einfach ein Cash-Grab. Genau wie dieses Electric-Ding. Da hat dann wahrscheinlich auch das Ganze schön gefruchtet. Der hat mal auf jeden Fall der EGJ-Bubble die ein oder andere überteuerte Massagepistole noch aufgeschwatzt. Ja, da sind wahrscheinlich zahlreiche Bestellungen reingekommen. Ich meine, Bushido hat eine enorme Reichweite. Glaube, über 2 Millionen Instagram-Follower mittlerweile. Von daher, wenn da ein paar hundert Leute drauf reinfallen, ist das ja eigentlich schon lukrativ. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und hier nochmal, natürlich auch an der Stelle soll nochmal auch gesagt werden, wenn jetzt so eine 20 Stories jetzt hier von irgendeinem anderen großen Rapper kommen würden, ja, der 2 Millionen Follower hat, dann wird muss es natürlich auch geben. Ja, es gibt ja dann immer, die EGJ-Bubble ist ja immer sehr empfindlich, ja, wenn es darum geht, ihren Gott zu kritisieren. Und da wird man dann natürlich immer gleich so als Hater abgestempelt. Bushido dies, Bushido das. Ja, nee, also es ist halt leider nun mal Fakt, dass solche Nummern in letzter Zeit nur von ihm kommen. Ja, sei es das Gewinnspiel, sei es das Electric-Ding, sei es das My Secret Ding hier. Und wo Alec Jack Placements auch bei zum Beispiel Manuelsen mit am Start waren. Und ich glaube, wer waren da noch dabei, Digga? Haftbefehl, Ratar, ja, haben wir auch alles behandelt. Also braucht hier keiner kommen von wegen, du musst immer den armen Bushido so mobben, ja. Alle anderen Rapper, die fassen mit Sandhandschuhen an, aber der arme Bushido, ja, der hat es so schon nicht leicht. Oleg Sash auch, genau. Richtig, richtig, genau. Also wir nehmen uns hier schon die Rapper zur Brust, ja. Muss erwähnt werden. Levi, es ist leider so. Ja, es ist leider so. Ja, sonst
Weißt du, sonst hast du hier wieder irgendeinen scheiß Gelaber, ja, von irgendwelchen Trotteln, Alter. Und das nervt halt einfach nur. Dem langsam so ein bisschen so. Warte nochmal zurück hier, ja. Also wie gesagt, der Hochzeitstag ist am Start und Bushido hat ganz, ganz nicht weiße Zähne. Und das will er jetzt natürlich in 22 Tagen, will er das natürlich beheben. Und anstatt zum Zahnarzt zu gehen, gibt's jetzt hier Bleaching aus dem. Das ist ja schon mal nice, Alter. Ja, Respekt, ich mag das ja, wenn man auch, wenn man halt Gas gibt, ja. Ich selber auch als Athlet muss sagen, feiere ich, fühle ich, hat mich keinen krassen Bushido-Sondereffekt, das stimmt natürlich, ja. Er hat noch 22 Tage. Ich hoffe, da gibt es noch ein schönes Vorher-Nachher-Bild, ja. Was hoffentlich schön mit Filtern auf jeden Fall. Dank My Secret kann auch ein Bushido wieder fresh aussehen. Ja. Er hat wirklich hier auch mit Selbstbewusstseins. Ankratzern zu kämpfen gehabt, ja. Hat sich wirklich auch nicht mehr gut gefühlt, nicht mehr hübsch, nicht mehr sexy, kein King Sonny Black mehr. Aber mit Hilfe der Smile Secret Produkte wird die King Sonny Black Visage wieder aufpoliert, meine Freunde. Und ihr könnt es jetzt auch machen, ja. Swiped ab und wie gesagt. Swiped da einfach mal ab jetzt hier, ja. 50% auf alles. Mein Name ist Bushido. Das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Ist natürlich ein hartes Ding hier. Ja? Ist ein sehr, sehr hartes Ding. Mit Smile Secret zurück ins gesunde Leben, ja, den gesunden Lifestyle. Vor allem hat Bushido Keramikzähne, die kannst du nicht bleachen, ist nicht dein Ernst, ja? Ist nicht dein Ernst. Hat er sich schon die Zähne machen lassen? Also der hat gar keine, der hat gar keine bleachfähigen Zähne mehr, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, Digga. Alter, wie kann man so am Start sein, Alter? Ja, das ist wie seinen Shisha-Tabak da zu verkaufen und zu sagen, oh, das ist der beste Shisha-Tabak aller Zeiten, aber der raucht ja nicht mal, ja? Der schmeckt so geil. Kauft euch den, liebe EGJ-Bubble. Hat Sido auf dem Disc gesagt. Achso, okay. Ey, das ist wirklich, also Bruder, was soll danach jetzt noch kommen? Jetzt muss eigentlich wirklich nur noch die Doku-Soap kommen. Die Verschischis auf RTL, nee, nicht RTL, RTL 2 natürlich, ja. Nach den Geissens, ja. Oder mit den Geissens, vielleicht auch so ein Crossover-Ding, ja, um erstmal auch die Verschischis ein bisschen zu pushen. RTL Plus hinter Paywall, das wäre natürlich auch nice, genau. Ja, zwischen den Wollnys und Conny Reimann und den Geissens gibt es dann die Verschischis.